Die fünf Phasen der Krebsangst. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich gerne mal den eher psycho-emotionalen Aspekt der Krebserkrankung genauer beleuchten, also was letztendlich dort in unserer Psyche und unseren Emotionen abläuft, wenn eine Diagnose mit Krebs gestellt wurde. Ja, und auch letztendlich, was für Arten der Ängste da quasi hochkommen. Also folgende Situation: Jemand bekommt jetzt die Diagnose seines Arztes, Sie haben Krebs. Sie haben einen bösartigen Krebs. Das ist sozusagen der Reiz, den derjenige auf den, also der auf denjenigen trifft. Man muss vielleicht dazu sagen, der Mensch ist ja ein Information- und reizverarbeitendes Wesen. Das heißt, sämtliche Außenreize, auch in Form von Worten, die auf uns eintreffen, wirken natürlich dort auf und führen zu entsprechenden Reaktionen. Und jetzt je nachdem, was derjenige für ein Vorwissen hat, für ein Weltbild, für ein eigenes Selbstbild, wird dieser Reiz, wenn es heißt, Sie haben Krebs im Endstadium oder eine bösartige Tumorerkrankung, wird das jetzt zu ganz unterschiedlichen Assoziationen im Kopf führen. Die eine Variante wäre die klassische, das ist verständlich bei den meisten natürlich, Sie bekommen sofort Angst, Panik, sind verzweifelt, sind traurig, weil sie jetzt denken, oh Gott, das Leben geht zu Ende. Ja, weil diese Angst letztendlich, die jetzt vor dem Krebs ja hier vordergründig herrscht, ist eigentlich eine Angst vor dem Tod, vor dem physischen Tod. Das ist die eine große Gruppe der möglichen Assoziationen. Die andere Variante wäre dann tatsächlich, weil vielleicht der Therapeut sagt, ja, Sie haben zwar diese Erkrankung, aber es gibt noch ein letztes kleines Quintchen Hoffnung. Das heißt, dann geht sozusagen die zweite Assoziation los, Hoffnung, aber auch Glaube an irgendeine neuartige Therapie. Man könnte auch sagen, der klassische Wunderpille-Glaube, dass sozusagen irgendeine neuartige Therapie, meistens ja aus Amerika, denjenigen dann doch noch irgendwie retten könnte. Also quasi der letzte Strohhalm, an dem man sich noch klammern kann. Und im Grunde ist das, was ich jetzt beschrieben habe, diese typischen Assoziationen, nichts anderes als eine Angst-Hoffnungsfalle oder ein Angst-Hoffnungsspiel. Das heißt, die Angst durch die Diagnose und gleichzeitig die Hoffnung, die geweckt wurde, durch die Möglichkeit tatsächlich noch eine neuartige Therapiemethode in Aussicht zu haben. Und so hängt man quasi genau dazwischen. Was sind jetzt letztendlich die Reaktionen, die sich aus diesen Assoziationen ergeben? Ganz einfach. Die eine Möglichkeit wäre, dass man natürlich durch die Diagnoseangst und diesen Diagnoseschock, die dann jetzt entstanden ist, erstmal total in Dauerstress gerät. Also der Körper wird total in Dauerstress gesetzt. Man zieht sich sozial immer mehr zurück, weil man natürlich jetzt merkt, oh, ich kann gar nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Meine Kräfte lassen nach. Das heißt, es kommt dann im Grunde, wenn man sich aufgibt, zu einem körperlichen Verfall. Es entsteht auch eine gewisse Gleichgültigkeit irgendwie, weil plötzlich davor waren vielleicht noch andere Dinge im Leben wichtig. Und in diesem Moment, durch so eine Diagnose, wird alles andere im Grunde erstmal unwichtig und man wird auf sich selbst zurückgeworfen. Das ist sozusagen die eine Variante, die passieren kann. Und die andere Reaktion, die entstehen kann, die jetzt wieder mit der Hoffnung verknüpft ist, wäre dann, dass man anfängt, einen Kampf gegen diese heimtückische Krankheit zu führen, beziehungsweise seine letzten Kräfte, die man noch in sich trägt, zu mobilisieren, um dann sich gegen diese Krankheit mit Hilfe des Therapeuten und der neuartigen Therapiemethode zu erwehren. Das ist quasi dann die andere Variante. Je nachdem, wo man selber steht, was man für naturell ist, wie viele Energieressourcen man noch für sich selber zur Verfügung hat, wird man entweder sich aufgeben oder noch tatsächlich die letzten Kräfte mobilisieren und den Kampf beginnen. So. Und jetzt möchte ich mal, das ist so der typische Ablauf, jetzt möchte ich noch ein bisschen genauer wieder auf das Thema der Angst zurückgehen, weil diese Angst tatsächlich nicht nur im Rahmen der Diagnostik entsteht, sondern sie ist eine gesellschaftlich induzierte Angst, die quasi unterschwellig quasi bei jedem Menschen, wenn er nicht bestimmtes Wissen hat, vorhanden ist. Und diese Angst ist letztendlich eine Angst, die aus fünf Phasen besteht. Und die erste Phase, das ist quasi die Phase, die mehr oder weniger jeder heutzutage hat, nämlich die Angst des gesunden Menschen, an Krebs zu erkranken. Das bedeutet also, diese permanente Panikmache, immer wieder wird durch die Medien erzählt, Krebs ist letztendlich tödlich immer so oder es besteht nur wenig Hoffnung oder man weiß ja noch nicht genau, woher es genau kommt. Also dieser Unsicherheitsfaktor, der dadurch immer transportiert wird, diese Welt ist sozusagen ein Produkt des Zufalls und es kann jeden treffen, wild gewordene Mutationen und so weiter und so fort. Ja, das erzeugt schon unterschwellig eine Angst im Alltag, die meistens aber ganz weit weggedrängt ist, weil man sich ja damit gar nicht so viel beschäftigen möchte. Die nächste Angst, die nächste Phase, die dann auftaucht, das ist dann tatsächlich die Situation, wenn jemand die Diagnose bekommt, das heißt die Diagnoseangst oder man könnte auch sagen der Diagnoseschock, der dann auftaucht, wenn es heißt, Sie haben die und die Krebserkrankung in dem und dem Stadium oder die bösartige Tumorerkrankung. Das ist dann quasi die zweite Phase der Krebsangst. Und dann passiert das, was ich ja eingangs schon erzählt habe, dann gehen diese ganzen Kopfkino-Geschichten los und dann kommt quasi die dritte Phase der Krebsangst, das ist die Angst
vor dem weiteren Fortschreiten dieser Krebserkrankung. Also, dass sich das Ganze jetzt weiter verschlimmert, meinetwegen den ganzen Körper zerfrisst, wie es dann immer so sagt, oder den Körper durchmetastasiert und so weiter und so fort. Das ist dann quasi die dritte Phase dieser Krebsangst. Und dann kommt schon auch die vierte Phase. Und die vierte Phase ist dann verbunden mit der Angst vor den Nebenwirkungen der klassischen Therapieoption. Weil man ja letztendlich immer so ein bisschen in der Schwebe ist, wird diese Therapie tatsächlich anschlagen und funktionieren und mich heilen? Oder aber hat sie auch entsprechend viele Nebenwirkungen? Wir wissen natürlich, gerade die Chemobehandlung hat natürlich auch als Nebenwirkung zum Beispiel Haarausfall, Durchfälle, Müdigkeit, Schlappheit, Leistungseinbußen, ja, und auch entsprechend Leute fühlen sich wirklich elendig, weil letztendlich eine Chemobehandlung gemacht wird. Das ist ja eine Ganzkörpervergiftung mit dem Ziel natürlich primär nur den Tumor zu schädigen, aber letztendlich schädigt man auch alle anderen gesunden Zellen. Und das zeigt sich eben dann durch vermehrten Haarausfall und eben auch durch erhöhte Durchfalltendenzen. Aber auch natürlich die Bestrahlung, die Operation, auch die Gentherapien, all das hat natürlich auch Nebenwirkungen, ganz klar. Gerade eine Operation, wenn sehr viel Organgewebe entfernt werden muss, angrenzende Lymphknotenstation, also wird ganz schön viel rausgenommen. Das beeinträchtigt natürlich enorm. Hinterher kann man vielleicht dann nicht mehr normal leben, wie man davor gelebt hat, sprich Sachen essen, die man davor gegessen hat, weil vielleicht Teile des Darms entfernt wurden, sodass im Grunde jetzt nur noch eine Schonkost verordnet werden kann und so weiter und so fort. Oder vielleicht ein künstlicher Darmausgang gelegt werden muss, weil jetzt einfach der Enddarm befallen war und der wurde entfernt. Und so weiter und so fort. Das heißt, die Lebensqualität nach solchen Eingriffen ist meistens massiv herabgesetzt. So. Und dann kommt tatsächlich, wenn man das jetzt alles, dieses ganze Prozedere irgendwie überlebt, dann kommt die fünfte Phase der Krebsangst. Und das ist letztendlich die Angst, nach dieser vermeintlichen Heilung erneut wieder an Krebs zu erkranken. Weil ja immer noch in den Köpfen die Vorstellung vorherrschend ist, hier herrscht der Zufall. Das heißt, es kann ja jeden treffen. Man hat es ja schon einmal bekommen, also besteht die höchste Wahrscheinlichkeit, dass man es wieder bekommen könnte. Also Konjunktiv, es könnte passieren. Und allein dieses könnte, dass das im Raum ist, erzeugt ja schon wieder unterschwellig die Angst, wieder erneut an Krebs zu erkranken. Und so schließt sich quasi hier ein Teufelskreis. Und das ist ein Teufelskreis, sage ich immer, der auch durch die Gesellschaft, durch die Medien immer wieder am Laufen gehalten wird. Der wird quasi induziert durch die Medien, durch dieses unterschwellige Angstgefühl, was sich dann quasi bei vielen Menschen ausbreitet. Und natürlich ganz klar durch den Mangel des Wissens über biologische Gesetzmäßigkeiten. Weil wir befinden uns ja tatsächlich nicht in einem zufallsbedingten Chaos, sondern in einem Kosmos. Kosmos kommt aus dem Griechischen und heißt Ordnung. Ordnung bedeutet, es gibt hier so etwas wie Gesetzmäßigkeiten. Kosmische Gesetzmäßigkeiten, biologische Gesetzmäßigkeiten. Und wenn wir Gesetzmäßigkeiten hier vorherrschend haben, dann bedeutet das, dass für den Zufall in dem klassischen Sinne gar kein Raum ist. So. Und wenn man sich anfängt, mit diesen Gesetzmäßigkeiten zu beschäftigen, dann weiß man auch, dass diese Symptomatik eines Tumors nichts anderes ist als der Ausdruck einer ganz bestimmten Geschichte, die hier quasi sich präsentiert und erzählt werden möchte. Ja, und die hat natürlich was mit demjenigen zu tun, um den es geht. Das ist ja nicht so, dass die Krankheit ihn heimtückisch überfallen hat, sondern sie ist Teil seiner Geschichte, Teil seiner Persönlichkeit. Und solange die Menschen das aber immer innerlich abspalten und sagen, das ist was Fremdes, was mich hier heimtückisch überfallen hat und dann quasi auch durch die heutige Medizin in dieser Hinsicht unterstützt werden, indem dann gesagt wird, ja kein Problem, wir bekämpfen das jetzt gemeinsam als Therapeut und Therapiemethode, kämpfen wir jetzt quasi diese Sache an dir weg als Patient, ja, also als der Kampfplatz, auf dem das Ganze stattfindet. Solange so eine Denkweise vorherrschend ist, wird es letztendlich nie dazu kommen, dass es wirklich zu einer entsprechenden Ausheilung kommen kann, weil der Patient ja nicht versteht, dass diese Prozesse nicht per Zufall entstanden sind, sondern da Gesetzmäßigkeiten hinterstehen. Und das bedeutet im Grunde auch für den Patienten selber, dass er zu sich selber sehr ehrlich sein muss bei bestimmten Dingen. Und er muss zu bestimmten Themen genauer hinschauen, wo er vielleicht gar nicht so gerne hinschauen möchte. Aber das ist für den Verständnis, warum bestimmte Prozesse im Körper entstehen, immens wichtig. Und erst dann, wenn er diese Erfahrung macht, dass es da tatsächlich Gesetzmäßigkeiten dahinter gibt, dann wird auch die Angst, dieser Unsicherheitsfaktor, diese Vorstellung, hier würde der Zufall regieren, wird dann auch immer weniger. Das heißt, Wissen hilft hier ganz klar gegen diese irrational induzierte Angst, die durch die Gesellschaft, durch die Medien leider immer noch am Laufen gehalten wird. Das ist eigentlich die entscheidende Botschaft. Und wenn man sich damit näher beschäftigt, dann kriegt man mehr Gewissheit. Fängt an, auch mehr in sich selbst zu vertrauen, in sich selbst zu ruhen. Und dann ist man natürlich auch wesentlich besser gewappnet vor solchen vermeintlich zufälligen, auftauchenden Symptomatiken. Ja, das ist sozusagen die entscheidende Botschaft. Also ganz klar, Wissen gegen Angst. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm gerne einen Daumen hoch bzw. like das Video bei Facebook, falls du es dort gesehen hast. Teile dieses Video auch gerne mit deinen Freunden, Verwandten und Bekannten,
wenn du meinst, dass es auch wichtig für die sein könnte, sich mit diesem Thema der Krebsangst mal ein bisschen genauer auseinanderzusetzen. Und schreib mir gerne auch deine Gedanken zu diesem Thema unterhalb von diesem Video in die Kommentarfunktion. Und wenn du mehr solcher Videos von mir hören möchtest, abonniere jetzt meinen Kanal. Und ansonsten sehen wir uns in weiteren Videolektionen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und vor allem bleib gesund.